Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Walkthrough. Ich hab diese Map hier gemacht und ja, wollte mal ein kleines Walkthrough machen. Dieses Video gibt es auch auf Englisch für die, die sich ins Englisch anschauen wollen. Sie sollten eigentlich fast gleichzeitig online gekommen sein, ja. Und ja, als erstes ist ganz easy, lass dir einfach den anderen mal über die Lichtbrücke. Stell dich vor die Tür. Pass auf, dahinter ist nämlich ein Turret. Ich habe schon bei einer anderen Aufnahme. Bin ich schon einmal gestorben und eine Aufnahme davor habe ich es gerade so geschafft, auch durchzukommen. Relativ easy eigentlich. Wenn man zwei Spieler ist, kann man das eigentlich voll locker schaffen. Mit einem Spiel, wenn man alleine ist, das ist ein bisschen. Muss man halt immer auf zwei Spieler sich konzentrieren und mal was switchen. Es geht. Ja, ist ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt wechseln wir kurz den Knopf auf den hier. Falscher Knopf. Wir wechseln den Knopf auf den hier. Und das öffnet dann diese Ding hier, den hier. Dann schießt ihr hier zwei Portale. Und lenkt den um. Auf den. Zack. Relativ einfach. Hier könnt ihr den Würfel respawnen. Erstmal können wir jetzt den Knopf wechseln. Das bleibt jetzt offen. Weil solange der Würfel auf den hier drauf zielt, bleibt die Türe ja offen. Die hier. Und jetzt können wir mit dem Knopf hier das hier öffnen. Und jetzt drücken wir auf den Respawn-Knopf, der nach 15 Sekunden den Würfel neu spawnt, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Ja, das ist ein Timer-Respawn. So. Das heißt, ihr könnt dann da hochgehen. Und wartet dann hier oben darauf, dass er respawnt. Fangt ihn dann auf. Man hat genug Zeit, also. Das reicht auf jeden Fall. Ich habe da ein bisschen Spielraum eingeplant, auf jeden Fall. Relativ easy. Und dann könnt ihr quasi auf den Knopf hier gehen. Und dann könnt ihr den Würfel beim anderen Spieler verwenden. Um hier rüber zu kommen. Stell dir vor die zweite Tür. Stell mich jetzt so hin, damit ich den Würfel sehen kann. So, und dann müsst ihr den Würfel nur falsche Richtung. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr normalerweise den Würfel auch wieder auffangen, bevor er runterfällt. Deswegen, das geht im Normalfall. So, dann könnt ihr den Würfel bis zum letzten Knopf muss da durch, damit ihr da durchkommt. Bam, da haben wir es. Und dann geht der Böse dahin. Da kann man den Würfel gut sehen. Na, es geht. Und dann geht er hier drauf. So, jetzt wird der Würfel bis zum Ende getragen. Und erst wenn er ganz am Ende ist, dann könnt ihr von dem Knopf runtergehen. Schauen wir dann mal. Da unten ist nämlich ein Zerstörungsfeld. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Dann wird der Würfel zerstört. Müsst ihr nicht auffangen, keine Sorge. Könnt dann einfach hier auf den Knopf hier gehen. Und dann habt ihr es im Endeffekt schon. Dann müsst ihr nämlich nur noch hier runtergehen und um die Ecke und den Würfel hier mit dem Traktorstrahl holen. Bam. Da könnt ihr den Würfel hier nehmen und dem anderen Spieler mit dem Würfel raufhelfen. Da kann er die Treppe hochgehen. So, zack. Und da haben wir die Map gelöst. Genau, vielen Dank fürs Anschauen. Ja, schaut euch mal, wenn ihr wollt, könnt ihr auf Englisch anschauen, wie ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.